vielleicht muss ich das doch nochmal anders machen, aber ja. Naja, jetzt geht's. Okay. Ich weiß nicht, ob irgendjemand online ist. Also sind drei Leute online, vielleicht gibt's ja mal jemanden, oder zwei. Zwei Leute sehe ich hier gerade, aber hier war gerade auch eben drei. Und vielleicht hat ja jemand die Möglichkeit, in den Chat irgendwas zu schreiben. Wenn ihr einen Account habt bei YouTube, dann könnt ihr nämlich mit in den Chat schreiben und wir werden es tatsächlich lesen können. Ach, ein Guido winkt. Guido, hallo Guido. Sehr schön, dass du da bist. Und demzufolge funktioniert das. Also würde ich sagen, legen wir jetzt mal los, damit ihr auch wisst, wer hier noch mit dabei ist. Hi, ich bin Zoe. Und ich habe die Kamera in der Hand und den kennt ihr ja. Zumindest ist die, die da sind. Insofern für die anderen mache ich eine ganz kurze Einführung, weil wir laden das ja nachher noch hoch und dann sind hoffentlich ein paar mehr Leute als drei dabei, die wissen wollen, ob sie gewonnen haben, beziehungsweise die auch generell hier die Kirche einmal sehen wollen. Ich bin Arne, bin Historiker, habe eine Agentur namens Zeitreisen und mache seit Jahren hier Touren, so 20 Jahren in Berlin, unter anderem eben die Babylon-Berlin-Tour und kann die Glocke der Marienkirche leider in den letzten Wochen keine Touren mehr machen. Deshalb haben wir uns überlegt, machen wir eine Live-Tour und können gleichzeitig noch das Babylon-Berlin-Tour-Gewinnspiel, was eigentlich vor einem Monat beim Berlin Travel Festival ausgeschrieben war, hier gewissermaßen explodieren lassen und den Gewinner hier küren. Und ja, ich wollte die Kirche zeigen, aber auch ein bisschen zur Geschichte des Prenzlauer Berges, beziehungsweise hier diese Umgebung. Und wir machen mal so einen kleinen Schwenk, was man hier sieht. Viel Sonne, das ist schön. Ich soll euch übrigens hier fragen, hier auf der Liste waren 19. Du weißt wahrscheinlich, worum es geht. Gebäude? Welche Liste? Sag Guido. Auf der Liste waren 19. Okay. Wahrscheinlich beim Facebook-Event, die sich angemeldet haben. Ne? Aber ob die jetzt hier teilnehmen, weiß man natürlich nicht. Oder ob die jetzt live teilnehmen. Ach so, das waren Teilnehmer auf Facebook. Genau. Mhm, ich verstehe. Gut, ja. Also hier ist viel Hintergrundverkehr. Also, soll ich so oder soll ich vielleicht lieber in die andere Richtung? Wie kannst du mich besser sehen, Zoe? Also ich kann dich immer sehen. Super. Ich bin ja hinter der Kamera. Gut, ich fange mal an mit der Kirche und dem Prenzlauer Berg. Wenn wir mal die Uhr zurückdrehen, ja. Vor 120, 130 Jahren. Erst? Was war hier los? Was stand hier? Wenn wir uns hier umschauen, wir sehen... Gebäude. Die alle im 19. Jahrhundert gebaut wurden. Das hier gerade total im Gegenlicht, super gut. Das war eines der wenigen Gebäude, das damals stand, eine Schule. Ansonsten gab es hier Windmühlen. Richtig. Es gab, ja, Windmühlenberg sagt man ja auch, ne? Richtig, der Windmühlenberg, genau. Der nur noch hinterm Prenzlauer Tor. Ist, also da waren die großen Windmühlen, da wo heute der Wasserturm ist. Es gab so kleine Gärten und kleine Häuschen, und ein paar Gaststätten. Das war alles. Und dann ging es los, Ende des 19. Jahrhunderts, dass das Ganze hier verkauft wurde, die ganzen einzelnen Parzellen verkauft wurden. Und das hier war sozusagen das Filetstück. Gehörte einer Familie Böth, zu denen eigentlich hier alles gehörte. Ich wohne in einem Haus, wo ein Nachkomme dieser Familie wohnt, Gilka Bözow. Und die haben als Bauern, Gutsbesitzer, dann nachher eben das verkauft. Und um das Ganze noch besser, noch teurer verkaufen zu können, haben die hier dieses Grundstück der Kirche geschenkt. Am Anfang ist Gott, am Anfang ist die Kirche. Also wenn die Kirche da ist, dann kommt der Rest schon von ganz alleine. Insofern war das eigentlich einer der ersten richtig großen Gebäude hier. Und wir schauen uns mal ein paar Details an. Ich bin jetzt kein Kirchenhistoriker, aber das fällt natürlich schon auf dieses Mosaik hier. Es gab damals eine Firma, die hat für ganz Berlins Kirchen die Mosaike runtergerockt. Die Firma Pool und Wagner. Gedächtniskirche, vielleicht wart ihr mal drin, da so ein wunderschönes Mosaik. Das ist von denen und eben hier in der Emanuelkirche. Und dann haben wir dort an der Ecke da hinten einige Evangelisten. Schauen wir uns mal an. Ach hey, genau. Mit nackten Frauen oder was umarmt? Sieht ja jetzt erst. Wollen wir nicht wissen. Ja. Okay, ich kann nur einen ganz, ganz klar benennen, nur will ich benennen. Das ist der Herr rechts. Der hat ein Tier dort unten. Soll ein Löwe sein. Sieht von hier ein bisschen aus wie ein Widder, aber es ist ein Löwe. Stimmt, jetzt wo du sagst, sehe ich auch einen Löwen. Das ist ein Löwe. Das ist der berühmte Markus-Löwe. Also ist der gute Mann Markus mit seinem Löwen, dem Markus-Löwe. Ah, okay. So, die anderen drei lassen wir mal weg. Aus welchem Grund? Also man versteht dich schlecht, soll ich dir sagen. Aber wir gehen gleich ins Gebäude rein und ich glaube, dann versteht man Arne besser. Und bevor wir reingehen, müssen wir uns vorstellen.
Lest es mal ganz kurz vor, komm mal ein bisschen näher, Zoe. Wie war die Situation damals? Die Häuser hatten die ganze Allee hinauf und hinunter, kleine Vorgärten mit allerlei Strauchwerk, mit Rasenrabatten und Blumenbeeten. Draußen radelte ein Radfahrer mit langer Stange von Laterne und Laterne und entfachte die bescheidene Illumination der Gasbeleuchtung. Da gab es noch Pferdeomnibusse, also bevor wir den richtigen Verkehr hatten, haben die Pferde alles gemacht. Im Wagen tat der Schaffner seinen Dienst und kassierte die 6er für das Billet. Morgens kam noch der Bollewagen durch die Allee, schon von Weitem war zu hören, denn der Kutscher bimmelte mit einer Handglocke seine Ankunft an. So, und jetzt wollte man in die Kirche gehen. Was hat man dann vorher gemacht? Sich die Füße sauber gemacht. Beziehungsweise? Also, ich habe das gerade Anna erklärt, weil ich das in London kennengelernt habe. Und diese Dinger da unten sollen sein, um sich die Stiefel zu putzen, also die Sohlen sauber zu machen, zum Beispiel von Pferdemist und so weiter. Pferdeomnibus ist doch das perfekte Wort dafür, ja? Genau. Naja. Also meine Schuhe sind sauber, so eben. Achso, ich muss das jetzt auch noch machen, ja, okay, mach ich. Zu Ihren Diensten. Meine schönen Stiefel. So, kommen Sie hin, kommen Sie hin. Komm ich. Mach mal zu. Ach so, Entschuldigung. So, wir sind noch nicht allein in der Kirche, denn es wird sozusagen der Frühjahrsputz, oder wie kann man das nennen? Neue Vorbereitung für die Gottesdienste unter Covid-19. Ja. Oh, deswegen muss alles desinfiziert werden. Denn in der, ja wahrscheinlich nächsten Woche, ist es eben wieder möglich hier, diese Kirche zu nutzen, in dem, ja, wie soll ich sagen, in dem begrenzten Rahmen. Also muss man natürlich so ein bisschen schauen, dass nicht alle zusammen in einer Reihe sitzen. Aber es soll weitergehen. So, wir sind in der Kirche. Der wunderbaren Emanuel-Kirche. Und zauberhaft. Finde ich schön. Total schön. Es ist die, ja, eine der beiden Kirchen aus der Kaiserzeit, die im Inneren noch mehr oder weniger vollständig erhalten sind, wo ihr überall noch die wunderbaren Malereien habt und sich im Grunde genommen kaum etwas verändert hat. Wie gesagt, kaum, ein bisschen schon. Die Fenster, die ihr da seht, auch die vorne, sind aus der Nachkriegszeit. Denn hier gab es einen Bombentreffer. Im Zweiten Echt? Weltkrieg, genau. Und wenn ihr mal oben an die Decke schaut, könnt ihr sehen, da gibt es eben ein Feld, was so ein bisschen anders aussieht. Ich glaube, das sieht man nicht, das ist zu weit weg. Und zwar dieses hier. So, ihr kommt mal ein bisschen hier rum. Was siehst du dort? Ah, da sehe ich's. Das ist ein bisschen heller. Ich versuche es mal zu zeigen. Ah, da, jetzt sieht man es auch, ja. Diese helle Streifen da? Genau. Und ansonsten ist diese Kirche natürlich wunderbar, weil sie diese Tempera-Malereien hat. Überall hier an der ganzen Seite habt ihr diese wunderbaren farbigen Malereien. Und es ist ja so ein bisschen vom Stil neoromanisch. Man könnte eigentlich auch denken, das ist eine Kirche aus dem 13. Jahrhundert. Und das ist auch der Grund, weshalb sie für Babylon-Berlin so wunderbar passt, weshalb sie eben auch ein Drehort für Babylon-Berlin geworden ist. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ihr kennt vielleicht die Szene, die hier entstanden ist. Also ich kannte sie nicht, aber du bist ja da der Profi. Für dich? Für mich vielleicht mal. So. Wow. Du bist in Köln, in deiner Heimatstadt. Es ist der Sommer kurz Warte, bevor du spiegelt? Eingezogen wirst. Da ist dein Vater. Du sehnst dich so in den Krieg zu ziehen. Du brennst darauf, endlich hier fortzugehen, alles hinter dir zu lassen. Da ist die Frau, die du liebst. Aber da ist etwas, was dich von ihr trennt. Man sieht's nicht mehr. Die allererste Szene der Serie. Und ich finde das großartig, weil diese Kirche dadurch nur noch in eine Schlüsselrolle in
ja, in der Serie bekommen hat, als Klammer, die das Ganze zusammenhält, eben das ganze Universum Babylon Berlin. Hier geht es um die Situation Sommer 2018, der Sommer kurz bevor du eingezogen wirst. Also bevor der Krieg zieht. Und das muss Sommer 2018 gewesen sein, denn er sagt ja dann irgendwann, dass er nur gewissermaßen bis zum Endspiel oder nur beim Endspiel dabei gewesen ist. Und das war eben im Sommer 1918. Es gibt eine interessante Bemerkung, die vor ein paar Wochen, ich glaube, es war die vorletzte Babylon-Berlin-Tour, mir ein Gast mitgeteilt hat. Es ist der Sommer, kurz bevor du eingezogen wirst. Und dann sieht man Gehren in einer Uniform. Ich dachte, ja, aber da muss er doch schon eingezogen worden sein. Er hat ja die Uniform schon an. Man wird eingezogen, bekommt die Uniform verpasst, gibt die Zivilkleidung ab, also kann es nicht bevor der Einziehung gewesen sein. So ein kleines Detail, ich weiß nicht, ob irgendwelche Militärhistoriker zuschauen oder das kommentieren wollen. Auf jeden Fall ist das so ein kleiner historischer Fehler, vielleicht mal Fehler, eine kleine Ungenauigkeit. Also er muss schon eingezogen worden sein. So. Ist ja wie mit dem Alexanderplatz, wo die Gebäude doch in... Gibt's ein paar kleine Sachen. Sprechen wir nicht drüber. Warte mal, also ich muss jetzt mal ein bisschen improvisieren, weil das Gerät immer vibriert, deswegen muss ich dich jetzt mal so halten. Also ich muss jetzt mal... Hast du eigentlich irgendwas von dir mit? Hast du? Wow. Wir gucken uns mal hier vorne noch was an, weil ich das vor kurzem auch jetzt entdeckt habe. Das hier sind Büsche, die für Fruchtbarkeit stehen. Und dort oben, diese goldenen Obstsorten, ja, was kann das so sein? Was meint der Paradiesfrüchte. Soll ein Granatapfel sein. Ein Granatapfel. Ein goldener Granatapfel, der auch für Fruchtbarkeit und für Reichtum stand. Gehst du hier beichten? Ist die Frage hier. Ach so. Grüße von Guido. Grüße von Guido. Guido, ich muss gestehen, Zitat, Regierungsrat Bender, ich bin nicht in diesem Verein, ich gehöre nicht zu diesem Verein. Da sind ja dann auch nochmal Granatäpfel. Also, genau, du gehst nicht beichten. Ich gehe nicht beichten. Ich bin in gar keinem Verein, also vielleicht im Fußballverein, aber ansonsten gar kein Verein. Aber bin seitdem so häufig hier in der Kirche wie eigentlich sonst in keinem anderen Gebäude. Das sind Büro. Die Früchte. Genau. Ich zeig die mal nochmal. Ich glaube, die wiederholen sich genau hier, ne? Mhm. Da. Sieht ein bisschen aus so wie Zapfen, ne? Ja, sieht aus wie ein Zapfen, ja. Granatäpfel von außen, naja, sieht auch, na gut. Ansonsten kurz noch mal was zu der Gründung der Kirche. Ich habe ja diese Bözes schon erwähnt, denen das eigentlich alles gehörte. Die haben eben diese Kirche, das Grundstück gestiftet. Dann hat aber die First Lady in Deutschland, Kaiserin Auguste Victoria, die noch 5 andere Namen hat, die hole ich mal für euch. Guido sagt, okay, dann muss es auch niemand das zu hören. Verstehe ich nicht. Guido, verstehe ich nicht. Jung. Auguste Victoria mit vollem Namen. Auguste Victoria Friederike, Luise Fiodora Jenny von Schleswig-Holstein. Jenny? Jenny, ich weiß auch nicht, wie sie zu dem Namen gekommen ist. Aber es gibt ja auch Jenny Treibel, war bei Fontane? Ja, aber irgendwann ist der Name dann 50 Jahre lang verschwunden. Heute gibt es ihn wieder. Ja, genau. Also, diese Auguste Victoria wurde von den Berlinern auch die Kirchenjuste genannt. Die Kirchenjuste, weil sie halt überall Kirchen gespendet hat, bei jeder Kirchenanweihung war sie dabei. Und so auch hier, als die Kirche dann eingeweiht wurde, kam die Kaiserin mit ihrem Mann, Kaiser Wilhelm, und haben sich das Ganze angeschaut. Und ja, dann ging es los. Die Gründer oder die Stifter des Grundstückes, die Bözos, die waren dann auch häufig hier. Die haben vorne so eine Plakette bekommen, wo sie vorgestellt werden. Ja, und dann war das relativ schnell einer der größten Gemeinden Berlins hier, die Immanuelkirche. Sag mal, ist es nicht auch so, dass Bözo nicht nur das Grundstück gegeben hat, sondern auch die Kirche gesponsert hat? Also hat er nicht auch noch Geld gegeben dafür? Die haben auch Geld gegeben, es haben viele Geld gegeben. Es war wirklich so, dass man eigentlich dachte, boah, wir schaffen das gar nicht so prunkvoll, so prachtvoll. Aber dann kamen immer mehr Spenden, auch von Leuten, die gar nicht in der Gemeinde gewesen sind. Und es hat dazu geführt, dass dann ganz am Ende eben das Ganze so prachtvoll geworden ist. Ich weiß nicht, ob man es jetzt noch gut sehen kann. Es ist ja ein bisschen, ich meine, das Glück der Kirche ist, dass sie im Grunde genommen nicht
zerstört wurde, denn sonst wäre es wahrscheinlich irgendwie übermalt worden oder sehr anders aus. So haben wir diesen, ich sag mal, diesen morbiden Charme, der eben wirklich wunderbar ist. Apropos morbid, ich habe es vorhin schon gesehen, muss ich euch auch nochmal zeigen. Und zwar muss ich mich gerade an unsere Laube erinnern. Ja, wir hatten mal draußen in Brandenburg eine Laube und hier unten unter den Bänken, da sind so Heizungen, die hat man früher in der S-Bahn auch gehabt, ja. Die ging nur anzumachen und auszumachen und wenn du nicht aufgepasst hast, dann hast du dir die Haxen verbrannt. Und ja, ich hatte sowas in der Laube mal drin im Winter, um zu heizen. Die sind richtig, richtig heiß geworden, die Teile. Ja, und das fandest du, sowas ähnliches, so eine Bauart fandest du eigentlich in diesen 20er-Jahre Holz-S-Bahnen noch, ja, mhm, die noch in der Wernsberg-Allee fahren sind bis zu den 2000er-Jahren. Bist du mal mit so einer S-Bahn gefahren? Also, ich bin 2000er Wende gekommen und ich glaube, da gab es die, die man zwischendurch immer öffnen konnte, wo man die Türen öffnen genau. konnte, was natürlich auch super war. Ja. Ich glaube, die hatten diese Dinger aber nicht mehr. Die sind nach bis 2001, 2002 sind die noch bis nach Köpenick rausgefahren. Ja. Also die Strecke haben sie meistens noch besetzt war mit diesen so ganz alten. Stammstrecke. Nicht? Gut, aber erstmal so viel dazu. Genau, wir gucken uns so einen kleinen anderen Raum an, denn jetzt mal kurz zu der Serie Babylon Berlin. Die haben hier einen Drehort gesucht, eben für diese Szene, die ja in Köln spielen soll. Ganz lustig, Berlin spielt Köln, also eine protestantische Kirche soll eine katholische Kirche spielen, Berlin soll Köln spielen und haben sich das angeschaut. Das ist jetzt nicht so, dass sie nur einmal kommen, die kamen zigmal, es kamen verschiedene Teams, die sich die Ästhetik natürlich erstmal angeschaut haben, was passt das irgendwie vom Look, die dann auf Authentizität das geprüft haben, wo ist irgendwas im Weg, wie jetzt hier hinten zum Beispiel, naja, so ein mobiler Kasten, aber natürlich was anderes, irgendwelche Elektroleitungen, die stören und wie können wir das so verwandeln, dass es für uns passt. Da sind mehrere Teams gekommen und eines der Teams hat dann gesagt, wir schauen uns nochmal die ganze Kirche an, wir gehen hoch zur Empore, schauen uns die Orgel an. Ja, ganz schön, aber brauchen wir nicht. Aber dann, was habt ihr denn noch zu bieten? Da hinten, da ist noch ein kleiner Raum für die Konfirmanden, für den Konfirmandenunterricht. Den schauen wir uns mal an. Vielleicht kann man da irgendwas drauf machen. Ich weiß nicht, ob du das hier sehen kannst, ob wir das hier zeigen können. Es steht immer noch Eingang für Taufen und Trauungen. Also die kleineren Trauungen, wenn du jetzt nur mit deiner engsten Verwandtschaft unterwegs warst. Und dann ging es hier. Und dieser kleine Raum ist natürlich ist super. Der war zu DDR-Zeiten war es nur noch so eine Mischung aus Abstelllager, manchmal für die Winterhilfe, wenn es zu kalt war. Aber es war irgendwann relativ muffig und ziemlich zugesperrt. Dann hat man 2005 etwas gefunden, was wir gerade da oben sehen, nämlich Reste, beziehungsweise sie mussten erst freigelegt werden von diesen alten Malereien. Wunderbare Malereien, die in den 60er Jahren komplett zugestrichen wurden. Also hier ist alles gestrichen worden und dann haben erst Restauratoren das Ganze wieder entdeckt und gemerkt, Mensch, das ist ja der Schmuck und auch die Malereien und auch dieses florale Muster, so ein bisschen jugendstilmäßig, was dort auch in der Kirche zu finden ist und hier dann wieder auftaucht. Man konnte es dann hier dann rekonstruieren. Ihr seht an der Decke auch noch so ein bisschen die Reste eben auch durch die Wasserschäden, aber dann hat man gemerkt, wenn man das Ganze macht, wäre es viel zu teuer, das Ganze irgendwie wieder komplett einmal rumzumachen. Aber als dieses Team von Babylon Berlin hier war, haben die diese Farben gesehen, dieses, ja, was ist das, so ein bisschen Ocker, und gedacht, wunderbar, das passt doch total gut in ein Krankenhaus. Dann brauchen wir noch eine Krankenhausszene, hier müssen wir gar nichts machen, weil diese Farben sind so schön und dann stellen wir doch einfach mal hier vorne, stellen wir doch einfach mal ein Krankenhausbett hin. Das sieht dann etwa so aus. Ach, sehr krass. Ah, Krankenhausbett. Da drin die Charlotte liegt sie leichenblass. Und man musste wirklich nicht viel verändern. Hat eine kleine Sache beigefügt, das können wir jetzt hier mal genau zeigen. Hier. Die Lampen, wo noch die Leitungen zu erkennen sind. Kleines Detail. Und eine andere Sache, wir gehen mal in die andere Richtung, da kommt nämlich der Polizeifotograf Reinhold Gräf, gespielt von Christian Friedl, hinein. Kann man sehen? Ja, das ist ein Kreuz an der Tür. Zum Kreuz.
Das kam aus und der da Re- ist Licht? Das kam, genau. Das Kreuz kam aus der Requisite. Ich dachte, wir sind in der Kirche, da können die doch ein Kreuz liefern. Aber nee, hat man aus Babelsberg mitgebracht. Und die Orgel und ist weg. Die Orgel ist weg. Stattdessen, was ist das? Was könnte das sein? Was würdest du sagen, Zoe, wie sieht das aus? Ein Spiegel, ein Waschbecken. Genau, es ist ein Waschbecken. Das ist kein Fenster, sondern ein Spiegel, Waschbecken mit eben so einer Lichtquelle, was natürlich Tiefe schafft, was dem Ganzen irgendwie noch dem Raum noch ein bisschen mehr Plastizität gibt. Und auch ein schönes Detail, wenn wir uns hier mal umschauen, was stört, was definitiv nicht 1918 oder 1929 oder auf jeden Fall Vorkriegszeit. Das Parkett. Das könnte existieren. Lass mich raten. Schöne Stiebel-Eltron-Elektroheizung. Absolut. Und wo sind die hier? Schön versteckt hinter Schränkchen. Ja, kann man nur sehen. Nee, Schrank vorgestellt abgenommen. Und dann einfach wunderbar. Gar nichts groß abgedeckt, einfach was vorgestellt. Passt wunderbar. Also, das war natürlich wunderbar, wenn man hier so eine Art, soll ich sagen, Beifang gemacht hat. Man hat den Hauptfang da draußen, die Kirche. Okay, können wir auch noch machen. Drehen wir zusammen, nutzen die Kapazitäten hier, müssen nur einmal die ganze Sparstraße absperren, noch einmal den Cateringwagen und hat dann das Ganze gebündelt gedreht. Und das ist also hier eine Kapelle, also diese kleine Kapelle, Reformantenraum, ist in der Serie ein Krankenhaus. Wahnsinn. Schön. Und hier gibt es auch eine schöne Aussicht. Hier kann man so ein bisschen immer in. Lass uns doch mal da gucken, was da gibt. Einen so einen kleinen Gang. Wenn du da, ich weiß nicht, über das Fenster aufbekommen. Dann kannst du nämlich nach rechts das Gemeindehaus zeigen, was im Jahr 1929 entstanden ist. Ah, oh, das ist ja geil. Das ist ja so 20er-Jahre-Bau auch, was? Auch genau dein Thema. Das sehen wir nicht. Da sieht man doch diese... Das ist ja der Wahnsinn. Auch die Schrift noch, Gemeindesaal, ist so voll 20er-Jahre, oder? Und dann hast du noch da diese wunderschönen Kanten über den Fenstern in der ersten Reihe, diese Spitzen immer mittendrin in der Mitte. Finde ich super. Da oben ist auch ein schönes Kreuz. So, toll. Haben wir auch mal den Neighborhood gesehen, wa? Das hat man nämlich, wie will ich sagen, vergessen am Anfang, als man die Kirche gebaut hat. Das gab einfach kein Geld mehr. Und das war natürlich ein bisschen schade, dass man nur den Kirchenbau hatte. Die Gemeinde und keine Räume, wo sie sich nur noch austauschen konnte. So, jetzt gehen wir nochmal nach vorne. Jetzt müssen wir ein bisschen improvisieren. Jetzt musst du, So, achso, muss ich zumachen? Ja, ne? Hier ist noch ein schöner Gang hoch zum Turm. Oh, Arne ist weg. Ups. Alles gut. Tag hoch. Also gleich in 2 Minuten. Wir können nicht sagen, tschüss hier. Ach du, schon mal wunderbar. Ich bin da. Genau. So, weil jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil. Wir kommen zu der Verlosung. Mhm. Und... Jetzt müssen wir uns abwechseln, weil wir müssen jetzt ein bisschen probieren. Also entweder du ziehst jetzt, machst die Losfee oder du hältst es. Dann musst du halten. Jetzt sieht man den Finger. Das war mein Finger, wunderbar. Tada! So. Wie ihr vielleicht wisst, gab es dieses Preisausschreiben. Und jetzt sehe ich eine Frage. Was kommt denn die Kirche für seinen Dreh bezahlt? Ich kann euch leider nicht konkret Zahlen nennen. Es gab auf jeden Fall eine Spende. Das ist übrigens eine spannende Frage, was eben jeweils bezahlt wird für so Drehs. Bei privaten Freund von mir, der hat hier 100 Meter weiter eine Privatwohnung und die vermietet er 2-3 Mal im Jahr für Dreharbeiten und kriegt damit fast die gesamte Jahresmiete rein. Also das ist schon ganz gut. Mach mal. Bei einer Kirche, geht es dann eben über eine Spende, aber den genauen Betrag kann ich euch leider nicht sagen. Ja, apropos Spende, was hier gerade ansteht, ist eine grundsätzliche Sanierung. Ihr seht ja eben, dass doch einiges hier etwas marode ist. In den letzten 125 Jahren hat man eben auch so gut wie nichts gemacht. Daher ist das jetzt dringend nötig und es gab mehrere Millionen Euro Lottogelder tatsächlich. Das reicht aber trotzdem nicht aus, also Spenden sind immer noch herzlich willkommen, um die Kirche dann wieder auf Vordermann zu machen. Das soll sehr behutsam passieren, also soll jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, totsaniert werden, sondern man will schon so ein bisschen diese Patina lassen. Und ich finde es gerade schön, hier die Details, die Gemeinde, Mitglieder, die dann im Ersten Weltkrieg
gefallen sind. Das sind solche Sachen. Ich glaube, da kann man oder darf man nicht so viel verändern. So, Preisverleihung. Ich habe ein kleines Gewinnspiel ausgelost und dafür 5 Preise, die wir jetzt in einer Schachtel haben. Da sind diejenigen, die sich beteiligt haben. Mach mal die Schachtel. Es sind etwa 100 Teilnehmer. Wirklich? 100 Teilnehmer, ja. Wow. Für 5 Preise, naja, okay. Ich hoffe, ein paar bleiben dabei. Und was gibt es zu gewinnen? Wir fangen mal mit dem letzten Platz an. Ein Buch. Ein Buch, welches? Das kleine Buch, ein Führer durch das lasterhafte Berlin. Dieses wunderbare Buch aus dem, ja genau, sehr lasterhaft. Dieses wunderbare Buch. Von Zoe angeleckt. Nein. Bitte mach sauber. Ist nicht. Ist noch ein schöner Schutzumschlag. Von Kurt Morek, das war ein Buch aus der Zeit. Also nicht etwa jetzt, sondern beschreibt aus der Zeit heraus, wo man sich damals in Berlin amüsiert hat, wo man das Nachtleben genossen hat, was es damals an Clubs gab, an zwielichtigen Einrichtungen, an Verbrecherkneipen. Und ja, ihr seht, eine Schönheit. Und dort unten seht ihr so ein bisschen Szenen Berlin, Friedrichstraße bei Nacht. Ein wunderbares Buch, macht viel Freude. Und dieses Buch wird jemand gewinnen. Und wer es gewinnen wird, wird so wie gleich raus. Und das ist jetzt wirklich live. Insofern, wir können gar nicht tricksen. Wir können gar nicht irgendwie täuschen. Ich glaube, es gibt noch eine Verzögerung von 5 Sekunden. Dr. Jürgen Richter. Ist der zufällig dabei, Herr Jürgen Richter? Herzlichen Glückwunsch zu diesem Buch. Wir werden Sie benachrichtigen. Berlin. Das lasterhafte Berlin. Dann haben wir noch eine CD. Die habe ich jetzt nicht dabei, weil ich sie noch bekomme. Eine CD, und zwar die Erstausgabe. Die Erstausgabe, das muss ich kurz, ich kann leider nicht singen, aber zu Asche, zu Staub, wir kennen es, wir lieben es. Und dieses Lied ist eben auf der CD, Erstausgabe vom Mokka FD Orchester zu hören, mit den ganzen anderen Liedern auch, die den Soundtrack des Films bilden. Und wir werden dafür, für diese CD, Unterschriften bekommen von den Mitwirkenden, von dem Bandleader Nico Weidemann, aber natürlich auch von der wunderbaren Severia, diese Sängerin aus dem Baltikum, die in der Serie ja auch diese Rolle spielt und mit dem Orchester eben das ganze letzte Jahr durch Deutschland tourniert. Ich weiß nicht, ob jemand von euch bei einer der Konzerte dabei war. Wir hatten jetzt eine große Aktion für den 27.03. einen vollen Bus, 50 Leute mit einer Babylon Berlin Tour und dann am Ende dem Konzert im Metropol. Leider hat es nicht ganz geklappt, aus bekannten Gründen, und das hoffen wir, dass irgendwann Ende des Jahres wieder möglich ist. Also diese CD mit den Signaturen wird gewinnen. Der oder diejenige, die jetzt aus dieser Schachtel herausgezogen wird, sind immer noch Lose drin, eins weniger inzwischen. Stefano Guppeberger, das hört sich ja ein bisschen, es könnte ein Italiener sein, es könnte ein Schweizer sein. Herzlichen Glückwunsch, Stefano, für diese wunderbare CD. Stefano, sehr schön. Wir kommen zu dem dritten Preis, eine Teilnahme. Eine Teilnahme? An der Babylon Berlin Ganztagestour, die ich durchführen werde, mit einem Mittagessen in dem wunderbaren Filmrestaurant, dem Aschinger, Rathaus Kantine Schöneberg. Wunderbar. Ich höre auch nicht mehr. Es gibt jedes Mal Königsberger Klopse. Und die machen wir nur zu zweit. Wir können das sehen, bitte. Also Königsberger Klopse und dann noch ein Berliner oder was? Als Nachtisch, ja, genau. Ein Van Gogh. Das Dreigangmenü. Das Dreigangmenü mit einer Model noch dazu. Und wir werden diese Tour natürlich exklusiv machen. Also nur die beiden Gewinner. Und ich und können uns halt den Tag aussuchen. Und wer ist es? Also ich muss jetzt 2 Lose ziehen? Nee, eins, der oder diejenige darf natürlich dann den Partner seiner, ihrer Wahl mitnehmen. Wir schauen nochmal rein. Ja, sind immer noch ein paar Lose drin. Und jetzt kommt das Vögelchen. Sabine Liebmann.
Sabine Liebmann. Sabine, herzlichen Glückwunsch, dass du dabei sein kannst. Du kriegst eine Exklusivtour Königsberger Klopse. Königsberger Klopse mit Kapern natürlich. So, jetzt wird es spannend. Jetzt kommen wir nämlich zu einer Show. Und diese Show ist im Wintergarten. Oh, geil. Im Wintergarten. Ich hör euch mal vorher. Bin ich in der Box drin? Bitte? Bin ich auch in der Box? Nee. Ist nicht in der Box. Gibt es einen Sonderpreis. Und um euch ein bisschen auf den Wintergarten einzustimmen, auf das Nachtleben der Zeit. Wie lief es denn damals hier in Berlin, das Nachtleben? Habe ich ein paar Bilder mitgebracht, dass wir so mal ein bisschen eintauchen können in die Girls. Warte, haben Sie Blick? Ja. Berlin bei Nacht. Gleich muss es noch eine großartige Verbeugung geben. Ja, genau. Treppe hoch. Bleib jetzt mal so. Wahnsinn. Da fragt mich immer, wie die gemacht haben, ob die die Schuhe angeschnallt haben. Erinnere mich mal an ein Fernsehballett. Bisschen, ein Fernsehballett der 20er Jahre. Nur mal kurz in Farbe, weil es so schön ist. Achso, Spiegelchen. So, wunderbar. Also, Wintergarten, das war einer der wichtigsten Revue-Paläste der 20er Jahre. Ist dann im Krieg zerstört worden. Da war an der Friedrichstraße gegenüber vom heutigen Dussmann. Und wieder aufgebaut worden an anderer Stelle, und zwar an der Potsdamer Straße. Und da gibt es eine Show 2020, die neu ist, die sich auf den Mythos der 20er Jahre bezieht, aber das Ganze so ein bisschen auch in die Jetztzeit versetzt. Und die soll großartig sein. Ich war da noch nicht drin. Ich auch nicht. Ja, findet gerade nicht statt. Also das ist ein Preis, für den ihr ein bisschen Geduld haben müsst. Eine Führung wird es vielleicht schon vorher geben, aber bei einer Show kann ich noch nicht genau sagen, wann das sein wird. Ich hoffe mal irgendwann im Herbst. Zwei Tickets. Wer wird sie gewinnen? Also ein Los. Mhm. Ein Los und zwei Tickets. Ja, schüttel die Box und... Ja, vielleicht hat jemand seinen Namen gesehen. Christina Fritsche. Christina Fritsche. Alles klar, herzlichen Glückwunsch, Christina. Ich weiß nicht, ob du mal bei einer Tour bei mir dabei warst. Wenn nicht, kannst du es ja verbinden, Tour und Wintergarten. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt kommen wir zum Hauptpreis. Und das ist natürlich der Hammer. Der Hauptpreis. Erstmal. Erstmal eine Übernachtung für zwei Personen, also Doppelbett oder auch zwei Einzelbetten, das überlasse ich euch, in einer Pension, wo schon Asta Nielsen, wenn ihr sie nicht kennt, Bildungslücke, Asta Nielsen, der größte Stummfilmstar der Kaiserzeit und der 20er Jahre eigentlich, eigentlich der erste Filmstar in Deutschland überhaupt. Asta Nielsen hat eine Karriere gemacht dann in Berlin. Das ist eigentlich in Dänien, ist dann nach Berlin gekommen und hat in Berlin in 20 Jahren eben gewohnt und hat eine sehr, sehr geräumige Wohnung am Kurfürstendamm bezogen. Dort hat sie dann bis die 30 Jahre gewohnt, danach haben dann andere Leute gewohnt, der Fliegerbaron zum Beispiel, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg ist eine Pension daraus geworden, die Pension Funk, von den Schwestern Funk. Die ist vor einigen Jahren übernommen worden von einem Herrn Fund, und der führt dort immer noch dieses Pensionswesen. Es gibt den Salon, wo Asta Nielsen ihr Wohnzimmer hatte. Es gibt Möbel, die wirklich fantastisch sind. Man hat das Gefühl, es ist wie eine Zeitreise in die Zeit der späten Kaiserzeit der 20er Jahre. Und dort werdet ihr übernachten. Dann gibt es noch was dazu, glaube ich. Es bleibt nicht nur bei der Übernachtung. Natürlich gibt es noch eine Tour mit mir. Natürlich gibt es noch ein Abendessen in einem Altberliner Restaurant.
Und da haben wir uns was ausgedacht, nämlich den sogenannten Gerion-Rat-Teller. Also extra ein Abendessen mit Berliner Köstlichkeiten, meine die auf dem Teller angeordnet sind. Was gehört dazu, Zoe? Was würdest du da drauf stellen? Gerion-Rat? Zu dem Teller. Ein Fläschchen Drogen? Keine Ahnung. Das ist der Nachtisch. Der hat er doch mal genommen. Was hat er mal zu sich genommen? Eine Bulette. Eine Bulette. Eine Bulette. Ein Solei. Ein Solei. Mhm. Was ein bisschen Rösterungsmittel gekommen ist, aber ein Solei, richtig schön wochenlang eingelegt in einer Essiglake mit irgendwelchen Kräutern noch, kommt es dann raus und du musst es eben nach einer ganz bestimmten Art und Weise musst es essen. Du schneidest erstmal durch, also pelzt erstmal, schneidest durch, dann holst du das Eigelb raus und träufelst da so ein bisschen Essig, ein bisschen Senf, Salz, Pfeffer rein und tust das Eigelb dann zurück, verrührst das Ganze und dann ziehst du das Ding rein, schmeckt großartig. So, dazu gibt es natürlich noch Kartoffelsalat, einen Knacker, also ein richtig schöner Gerion-Rat-Teller, den gibt es da. Und ich glaube, das war's für diesen Hauptpreis. Okay, also. Es gibt übrigens noch einen Trostpreis, der kommt danach, aber erstmal ziehen wir den Hauptpreis. Wow, geniale Preise, sagt Guido. Ja. Ich glaube, hier ist jemand ganz traurig, wenn er jetzt nicht gezogen wird. Guido, ich hoffe mal. I'm voting for you. Ja. Guido, wir können das jetzt leider nicht beeinflussen. Ich habe dein Los, Guido, ich habe es reingelegt heute Nachmittag. Aber okay. Guido freut sich so über die Preise. Bitte, Guido, lass mich dein Los ziehen. Normal? In diesem Fall ist es Valerie Kunz. Valerie Kunz, okay. Schade, schade. Schade. Aber was machen wir mit Guido und denjenigen, die teilgenommen haben? Sie bekommen als Trostpreis. Warte. Sind wir jetzt fertig hiermit, ja? Wir sind hiermit fertig mit der Box. Okay, der Trostpreis geht zumindest, ich sehe jetzt Eva und Guido, die sich hier beteiligt haben. Und zwar schreibe ich gerade erstmal einen Blog, die besten 75-20 Jahre Gebäude in Berlin. Und aus diesem Blog wird ein Buch entstehen. Ein Buch, was dann im Herbst fertig sein wird, nämlich wenn 100 Jahre Groß-Berlin gefeiert wird, mit vielen schönen Bildern, mit vielen schönen Artikeln, was euch mitnimmt auf eine Reise durch Berlin, das Berlin der 20er Jahre. Und dieses Buch bekommt ihr, die ihr hier teilgenommen habt, geschenkt. So, also Trostpreis, wie auch immer. Finde ich super. Finde ich auch nicht schlecht. Kriege ich auch einen Trostpreis? Du kriegst einen Gerion-Rat-Teller. Okay, ich nehme das Ei, aber die Bulette spare ich mir. Genau. So, das war unser erster kleiner Versuch einer Live-Führung. Das nächste Mal mit mehr Leuten. Aber danke, dass ihr teilgenommen habt. Danke an Zoe fürs Halten des Handys, der Kamera. Und doch eine Sache. Es gibt am Sonntag noch eine wunderbare Führung, nämlich Zoe als Hauptguide, ich ein bisschen als Sidekick dazu. Aber als richtig toller Sidekick. Und zwar gehen wir durch diesen Kiez, den Winz-Kiez, wo du ja familiär mit verbunden bist. Ich bin hier die letzten 20 Jahre mit verbunden. Wir haben so ein paar schöne kleine Überraschungen für euch, die wir euch zeigen werden. Also wenn ihr nicht genug bekommen habt von unserem tollen Humor, dann solltet ihr am Sonntag mit dabei sein, einschalten und fragt einfach Arne, wie ihr dahin findet. Genau. Ja? Wir sind jetzt voll auf Livestream, in sicherer Distanz. Absolut, ich entferne mich. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Macht's gut. Macht's gut. Bleibt gesund.